Habt ihr Ehre, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen bei einer aktuellen Ausgabe von Ländle TV der Tag mit folgenden Themen. Fliegen für Kinder. Hoch hinaus ging es beim Kinderflugtag in Hohenems. Endspurt im Markenprozess der Marke Vorarlberg. Und wie gewohnt sehen Sie zum Schluss der Sendung das Kachelmann-Wetter. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet das Rundflugteam Flugplatz Hohenems mit dem Verein Fliegen für Kinder mit Handicap jährlich einen Kinderflugtag für sozial benachteiligte und kranke Kinder mit ihren Familien. Heute war es wieder soweit. Lautes Brummen der Motoren. Im Minutentakt hebt eine Maschine nach der anderen über den Köpfen der Besucher ab. Am Flugplatz Hohenems herrscht am Dienstag Hochbetrieb. Denn zum Kinderflugtag 2018 ist der Platz im Flugzeug für die ganz kleinen Gäste reserviert. Ah, das ist das zweite Mal. Und für meinen kleinen Bruder auch. Was, die sind mutig genug zum Durchfliegen? Hat man da keine Angst? Ach, das erste Mal schon ein bisschen und dann nicht mehr. Ja, ich mache schon lange schon. Ich bin mit der Schule gegangen und ich bin reingekostet. So fein ist es. Siehst du mir alles? Aber ich habe mit Lederrad fahren dürfen. Sonst will auch die Schule cool aussehen. Am Anfang ist es so ein bisschen, einfach schon. Und der Rest nicht so normal. Rund 400 Fluggäste werden dieses Jahr in die Lüfte befördert. Die Organisation durch das Rundflugteam Flugplatz Hohenems macht's möglich. Ich bringe die Kinder eigentlich zu den Flügen, beziehungsweise zu den Lotsen, wo sie nachher wirklich schlussendlich zum Flugzeug bringen. Und ja, quasi so der Terminalbeauftragte, oder? 15 Maschinen bringen die Kinder in die Lüfte. Die anfängliche Nervosität lassen sie sich dabei nicht anmerken. Was machst du jetzt genau da? Hubschrauberflüge. Was sieht man denn alles von der oben? Viel. Warum hast du einen Kopfhörer auf? Lässiger Anker Josef hören. Wie hat es denn dir heute da oben gefallen? Gut. Erzähl mal, hat man da nicht eine kleine Angst, wenn es so hoch aufgeht? Hast du nicht Angst gehabt? Nicht einmal ein Ja, es ist eine Bereicherung für uns Piloten. Ich mache schon eigentlich seit Anfang mit. Also es sind schon viele Tage, wo ich da geflogen bin und es ist immer wieder ein Erlebnis. Speziell die Freude, was sie haben, gell? Und dass man so coole Sachen sieht von daheim, von daheim, gell? Und wir Piloten und alle Gaudi, dass wir das fliegen dürfen. In der 18-jährigen Geschichte des Kinderflugtages Hohenems konnte heuer das 6.800. Kind geflogen werden. Und die Zukunft verspricht weitere tolle Flüge. Eine schöne Aktion. Weiter geht's mit den Meldungen des Tages. Beim heute am Landesgericht Velchirch stattgefundenen Prozess betreffend des Hitzetodes eines Kleinkindes in Nenzing vergangenen Herbst wurden die Angeklagten, die Mutter des Kindes und ihr Lebenspartner, der grob fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Die Mutter bekam eine viermonatige Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre und eine Geldstrafe von 1.000 Euro, der Lebenspartner der Frau eine fünfmonatige Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre und eine Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro. Der Kindsvater bekam ein Schmerzensgeld in der Höhe von 500 Euro zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. In Vorarlberg liegt die Kinderbetreuungsquote über dem österreichischen Durchschnitt. Bei den Dreijährigen sind das rund 95%, bei den noch Jüngeren etwa 26%, erklärt die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker. In den vergangenen 4 Jahren seien 1.000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen worden, so Wiesflecker. Und am Beginn der Feriensaison hat auch leider eine andere Organisation Hochsaison, die Wasserrettung. Wie man Ertrinkende erkennt und wie man richtig hilft, weiß Sebastian Hellbock. Eine Person, die also zu ertrinken droht, hat keine Schwimmlage, sondern befindet sich, wie gesagt, mit dem Kopf ganz knapp an der Wasseroberfläche und schnappt um Luft. Zuerst gilt es mal,
ebenfalls um Hilfe zu rufen, damit andere Badegäste auf diese Situation aufmerksam werden. Und man muss natürlich sofort jemanden bestimmen, der den Notruf absetzt. Hier ist die Notrufnummer 144 der Wasserrettung zu wählen. Zusätzlich sollte man natürlich die Wasserretter, die sich im Schwimmbad befinden, aufmerksam machen, wenn sie nicht selbst schon die Situation erkannt haben, beziehungsweise den Bademeister dazu holen. Der Entwicklungsprozess Marke Vorarlberg ist seit März diesen Jahres erfolgreich im Gange. Heute trafen sich die Verantwortlichen noch ein weiteres Mal, bevor im Herbst die Ergebnisse präsentiert werden. Eine wichtige Phase im Markenexzellenzprozess neigt sich dem Ende zu. Die 30-köpfige Projektgruppe hat in 6 Workshops die wesentlichen Inhalte erarbeitet. Der Prozess wurde von der Firma Brand Trust also sehr professionell geführt und wir haben als Arbeitsgruppe sehr viel zu tun gehabt und inhaltlich kann ich persönlich vollstens dahinter stehen, was wir entwickelt haben. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es war für mich interessant, dass die Zusammensetzung der Gruppe, der Diskussionsgruppe, eigentlich so war, dass aus allen Bereichen Menschen diskutiert sind, also aus Wirtschaft, aus Kultur, aus Bildung. Und für mich war persönlich interessant, die unterschiedlichen Meinungen, die man zusammengeführt hat, zu einem Bild, und das war für mich persönlich sehr interessant. War eine super Gruppe und keiner hätte gedacht, dass man eine so heterogene Gruppe, die ja aus ganz, ganz vielen Ecken Vorarlbergs kommt und Themen vertritt, die in diesem Land eine Rolle spielen, dass man die so zusammenbringen kann, und dass das passiert ist, wundert mich noch heute. Im Herbst sollen die bisher erarbeiteten Ergebnisse im Austausch mit der Bevölkerung weiter verdichtet werden. Sehr wichtig. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also jeder Prozess, wo man sich damit beschäftigt, was bringt die Zukunft, in welche Richtung wird es gehen, wie können wir uns darauf vorbereiten. Ich glaube, das sollte wirklich fast gang und gäbe sein für alle Regierungen, für alle Regionen. Und darum, ja, bin ich davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr wichtiger Anteil war. Die Marke Vorarlberg soll dem ganzen Land zugutekommen. Wir dürfen also auf das Ergebnis des Markenprozesses gespannt sein. Und damit kommen wir zu den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Nachdem die Kinderbetreuungseinrichtungen vor Kürzungen warnten, hat das Land nun reagiert. Die Förderung wird aufgestockt. Teil 3 der Klettersteigserie führt die Vorarlberger Nachrichten nach Götzis in die Örfler Schlucht. Ein kurzer Klettersteig, dessen Schluss es in sich hat. Erneut wird es enger auf Vorarlbergs Straßen. 8.792 Autos wurden in den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres zugelassen. Neuer Rekord. Das war's von uns. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams, dass Sie dabei waren. Im Anschluss sehen Sie jetzt noch das Kachelmann-Wetter. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten bei Ländle TV der Tag. Bis dahin, alles Liebe. Am Mittwoch beginnt der Tag bei 9 bis 14 Grad noch mit vielen dichten Wolken und nur wenigen Lücken. Es ist aber überwiegend trocken. Tagsüber setzt sich die Sonne dann besser durch. Ein paar Wolken bleiben uns aber besonders über den Bergen erhalten. Die Schauerneigung ist nur gering. Am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. Im Rheintal sind auch 24 Grad möglich. Am Donnerstag scheint schon vormittags verbreitet die Sonne, am Nachmittag kommen ein paar Quellwolken dazu, es bleibt aber meist trocken. Am Morgen hat es um 10 Grad, am Nachmittag bis 26 Grad im Rheintal. Am Freitag bleibt es überwiegend sonnig, besonders über den Bergen bilden sich aber am Nachmittag einige Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering. Dabei wird es noch etwas wärmer mit Höchstwerten von 23 bis örtlich 27 Grad. Am Samstag bleibt es bei bis zu 27 Grad sommerlich und oft nur leicht bewölkt oder sonnig. Die Gewittergefahr steigt aber nachmittags und abends etwas an.